Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin mir nicht sicher, ob dieses Thema geeignet ist, diese doch etwas hochgekochten Emotionen nachhaltig herunterzuführen. Aber ich werde mich zumindest bemühen, die Thematik sachlich abzuarbeiten und hoffe, dass wir dann doch wieder zu einer nicht auf Personen zentrierten Debatte zurückkommen. Wir haben uns in den zurückliegenden Monaten mehrfach mit Wolf, Biber und Schwarzwild befasst und rücken heute mit unserem Antrag andere Arten in den Vordergrund. Sogenannte Neozoen, nicht heimische Wildtierarten, nehmen zunehmend Einfluss auf die Lebensräume und die Entwicklung einheimischer Arten. Insbesondere Mink, Marderhund und Waschbär machen zahlreichen einheimischen Vogelarten, aber auch Eigenheimbesitzern und Landwirten im wahrsten Sinne des Wortes das Leben schwer. Das hat im Übrigen unsere Kollegen in Sachsen dazu veranlasst, einen in der Überschrift gleichartigen Antrag auf den Weg zu bringen. Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, dass wir uns umfassend mit der Ausbreitung invasiver Arten und den daraus resultierenden Wechselwirkungen befassen. In Deutschland gibt es laut Managementhandbuch des Bundesamtes für Naturschutz 168 Tier- und Pflanzenarten, die nicht heimisch sind und nachweislich negative Auswirkungen auf die hier ansässigen Tiere und Pflanzen haben. Die Schäden in Deutschland und in der gesamten EU werden zunehmend größer. Sowohl die ökologischen als auch die wirtschaftlichen und gesundheitlichen Bedrohungen steigen. Seitens der Europäischen Kommission wird der ökonomische Schaden durch invasive Arten auf ca. 12 Milliarden Euro im Jahr beziffert. Deshalb hat sie eine Liste invasiver Arten erarbeitet, die Bestimmungen zur Vermeidung, Minimierung und Abschwächung nachteiliger Auswirkungen der Einbringung und Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten auf die Biodiversität und die damit verbundenen Ökosystemleistungen beinhaltet. Für die 37 invasiven Pflanzen und Tierarten, die sich auf der Liste der Europäischen Union befinden, sind seitens der Mitgliedstaaten verschiedene Maßnahmen umzusetzen. Hierzu wurde ein hierarchischer Ansatz zum Umgang mit diesen Arten, der Prävention, Früherkennung, Sofortmaßnahmen und Kontrolle beinhaltet, gewählt. Weitere Arten sollen künftig auf die Liste gesetzt werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit unserem heutigen Antrag sprechen wir konkret von drei Arten, die sich ganz speziell in Mecklenburg-Vorpommern besorgniserregend ausgebreitet haben. Alle drei sind Säugetiere und verfügen über keine natürlichen Feinde. Umgangssprachlich werden sie häufig auch als Plage bezeichnet. Also ich habe nicht gehört, dass es da nur großartige Übereinstimmung gibt. Es gibt ja auch solche Sprüche, dass man gerne sehen würde, dass die Wölfe sich auf Biber spezialisieren. Ich meine, die Späße kenne ich alle, aber ich glaube, so ganz ernst zu nehmen ist das in dieser Situation nicht. Um dieser Plage Herr zu werden, soll die Landesregierung bis zum 15. März 2018 im zuständigen Agrarausschuss berichten, welche Erkenntnisse zur Ausbreitung und Populationsentwicklung vorliegen, wie sich die Jagdstrecken dieser Wildtiere in den zurückliegenden Jahren entwickelt haben und welche wildbiologischen Ursachen für die Ausbreitung bekannt sind. Gerade weil wir wissen, dass aus der Jagdstrecke keine eindeutigen Rückschlüsse auf die Population und Populationsentwicklung gezogen werden können, wollen wir weitergehende Untersuchungen. Dabei, und dessen sind wir uns auch bewusst, fangen wir nicht bei Null an. Es gibt verschiedene Studien, so zum Beispiel die Studie zu den gebietsfremden Raubsäugern Marderhund, Waschbär und Mink in MV mit Forschungsschwerpunkt Mink, die ich hier beispielsweise anführen möchte. In weiteren Schritten wollen wir mit Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft prüfen, inwieweit eine Verringerung der Reproduktionsrate umgesetzt werden kann. Hierbei können unseres Erachtens auch Medikamente oder der verstärkte Einsatz von Lebendfallen zum Einsatz kommen. Wir wollen kurzfristig präventive und jagdliche Maßnahmen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung ergreifen und die Bevölkerung hinsichtlich des Selbstschutzes vor wirtschaftlichen und gesundheitlichen Schäden sensibilisieren. Es kann beispielsweise eben nicht sein, dass Lebensmittel auf dem Kompost entsorgt werden und so ein Paradies für Waschbären oder andere Schädlinge entsteht. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte kurz auf die angesprochenen Tierarten eingehen, um Ihnen die Problematik zu erläutern. Beginnen möchte ich mit dem Waschbären. Er frisst besonders Vogeleier, Grasfrösche, Erdkröten und andere Lurche. Damit wird er zum Problem für einzelne geschützte Tierarten. Er ist in der Lage, ganze Brutkolonien von Möwen, Schwalben und anderen Vögeln an den Rand der Ausrottung zu bringen.
So haben Waschbären in Thüringen bereits jeden fünften Horst des Uhus zerstört, berichtet der dortige Jagdschutzverband. Aber auch in den Horsten von anderen Greifvögeln und Störchen werden Waschbären aktiv. Das hindert die Vögel am Brüten und schadet letztendlich dem Bruterfolg. Mittlerweile richtet der Waschbär seine Schäden allerdings nicht nur in der Natur, sondern auch im urbanen Raum an. Hierbei verstreut er beispielsweise Müll auf der Suche nach Futter, verwüstet Dachböden oder sorgt mit seinem Kot für gesundheitliche Gefahren im Wohnbereich. Wer bereits Erfahrungen mit einem Waschbären auf dem Dachboden gesammelt hat, der weiß, dass er gegen die Tiere fast machtlos ist. Sie haben keine natürlichen Feinde, finden genug zu fressen und fühlen sich fast überall wohl. Ähnlich verhält es sich mit dem Marderhund und dem Mink. Der Marderhund stammt ursprünglich aus China, wurde später in Russland eingeführt und breitet sich von dort aus aus. Seit 1960 gibt es ihn bei uns. Auch er ist Allesfresser, vor allem nachtaktiv und hat keine Feinde. Zuletzt möchte ich auf den Mink zu sprechen kommen. Der Mink wurde vor allem aus Pelztierfarmen, insbesondere von selbsternannten Tierschützern, in die Freiheit entlassen. Der Mink ist ganzjährig aktiv und stört dadurch selbst Karpfen in ihrer Winterruhe. Er ist damit neben dem Kormoran ein massives Problem für unsere Fischer, wirkt aber auch negativ auf zahlreiche geschützte Tierarten. Hinzu kommt, dass vor allem beim Marderhund und beim Waschbären eine Krankheitsübertragung auf den Menschen nicht ausgeschlossen werden kann. Die Tiere können stark von Milben, Zecken und anderen Parasiten befallen sein. Der Waschbär ist zudem Überträger des Waschbärspulwurms, der bei Aufnahme durch den Menschen über den Darm sogar Organe schädigen kann. Meine sehr geehrten Damen und Herren, zum Schutz der einheimischen Artenvielfalt und zum Schutz der Bevölkerung ist es daher zwingend notwendig, gegen diese Tiere vorzugehen. Für die Bejagung gibt es in unserem Jagdgesetz eine ganzjährige Jagdzeit. Neben der Bejagung wollen wir auch andere Maßnahmen zur Verminderung der Reproduktionsrate diskutieren. Ziel muss es sein, die Bestände so zu regulieren, dass der Schaden an geschützten einheimischen Tierarten verringert und ökonomische Schäden für Eigenheimbesitzer und Landwirte minimiert und gesundheitliche Schäden ausgeschlossen werden. Der vorliegende Antrag und die heutige Debatte sollen auf eine bestehende Problematik im Land aufmerksam machen und den Menschen bestehende Möglichkeiten aufweisen, um die weitere Ausbreitung von Waschbär, Marderhund und Mink aktiv zu begleiten. Ich bitte Sie von daher um Zustimmung zu unserem Antrag. Vielen Dank.